2 ungeklärte Fälle, 1 Tatverdächtiger und 30 Jahre Ermittlungen. Die Polizei in Essen bittet bei der Lösung von 2 sogenannten Cold Cases um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalbeamten suchen den Mann, der im Frühjahr 1992 die damals 9 Jahre alte Stefanie M. entführt und sexuell missbraucht haben soll. Der bislang unbekannte bliebene Täter soll auch für den Missbrauch und Mord an der 9-jährigen Mariana K. im Sommer 1993 verantwortlich sein. Die Polizei hofft auf eine Wende in den Ermittlungen und wird den Fall am 3. August 2022 in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY vorstellen. Der erste Fall am 6. Februar 1992 ging die damals 9 Jahre alte Stefanie M. auf dem Geburtstag ihres Cousins, welche 30 Minuten zu Fuß entfernt im nördlichen Essen Altenessen wohnte. Laut derzeitigem Ermittlungsstand machte sich Stefanie am Nachmittag gegen 17.20 Uhr mit 2 weiteren Kindern wieder auf den Weg nach Hause. Kinder trennten sich nach gewisser Zeit jedoch, um den Heimweg in verschiedene Richtungen fortzusetzen. In der Nähe von Stefanies Wohnhaus stieß das Mädchen auf einen Mann in einem weißen Kostenwagen. Dem Bericht der Kriminalpolizei zufolge stieg der Mann aus und schaffte es, Stefanie in sein Auto zu locken. Trotz der Einwände der 9-Jährigen fuhr er mit ihr in eine andere Richtung davon. Autofahrerin entdeckt schwer verwundetes Kind. Etwa 10 Stunden später lag Stefanie bewusstlos in der Nähe einer Landstraße, L422, in Düsseldorf-Kaiserswerth, ca. 30 Kilometer von Essen entfernt. Der oder die Täter hatten sie dort abgelegt. Das Mädchen konnte sich aufrappeln und zur Landstraße kriechen, wo eine junge Autofahrerin Stefanie entdeckte. Im Krankenhaus wurden bei der 9-Jährigen laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen sowie ein sexueller Missbrauch festgestellt. Der zweite Fall 1,5 Jahre später wurde erneut ein 9-jähriges Mädchen vermisst, nachdem sie sich in der Fußgängerzone in Essen-Altenessen aufgehalten hatte. Die 9 Jahre alte Mariana K. lebte damals mit ihren 4 Geschwistern eigentlich in Kroatien, doch ihr Vater verdiente sein Geld als Straßenbauarbeiter in Deutschland. In den Sommerferien 1993 besuchten Mariana und ihre Mutter gerade den allein in Essen lebenden Familienvater. Unbekannter macht spielenden Kindern bei unruhiger LDs Angebot. Eines Tages spielte die 9-Jährige nachmittags mit einem Freund Frisbee auf dem alten Essener Markt. Die Polizei ist sich sicher, dass
Mariona dort dem späteren Täter zum ersten Mal begegnete. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte die beiden Kinder ansprach und sich mit ihnen verabreden wollte. Zu einem Treffen kam es nicht, doch sollte die Familie nur 3 Wochen darauf ein schwerer Schicksalsschlag treffen. Spurlos verschwunden laut Bericht der Kriminalpolizei verließ Mariana am frühen Abend des 31. August 1993 die Wohnung ihres Vaters mit der Absicht, ihre Mutter in dem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft Woolworth aufzusuchen. Einige Zeit später kehrte die Mutter ohne ihre Tochter zu der Wohnung zurück. Mariana hatte sie nie erreicht, auch am Abend und den darauffolgenden Tagen kehrte sie nicht mehr nach Hause zurück. Zeugen finden Mädchenleiche schließlich an 3. September 1993 machte ein Pärchen in Niedersachsen einen schrecklichen Fund. Die Reisenden hatten mit ihrem Auto an einem Parkplatz an der B75 zwischen Bremen und Hamburg, nordöstlich der Ortschaft Schilze, angehalten. Dort entdeckten sie den leblosen Körper des kleinen Mädchens. Mariana war umgebracht worden. Die Obduktion ergab laut Polizeibericht Zeichen eines schweren sexuellen Missbrauchs. Suche nach Tätern seit 30 Jahren nun, sucht die Polizei nach dem oder den Verantwortlichen für diese grausamen Taten. Doch die Ermittler scheinen endlich eine heiße Spur entdeckt zu haben, dazu bitten die Beamten heute erneut um Zeugenhinweise. Jede Angabe könnte dabei helfen, die Fälle aufzuklären. Kommenden Mittwoch, 3. August, um 20.15 Uhr wird die Kriminalpolizei Nordrhein-Westfalen die neuesten Erkenntnisse zu den Fällen auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY vorstellen. Alle Hinweise an die Ermittler gemeldet werden. Wer hat einen Hinweis? Alle Angaben nimmt die Mordkommission der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201 829-0 entgegen.